Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer The Tiberium Conflict Remastered Edition auf Seiten der GTI Ausnahmezustand Kampagne. Ganz genau, liebe Leute, Add-on. Und ja, ich möchte euch mal eine Kleinigkeit mitteilen. Und zwar, Leute, ich habe jetzt einfach in der Zwischenzeit mal die Mission komplett neu gestartet, habe unsere Silos voll gemacht, erstmal mit dem Geld, was hier unten war. Und dann habe ich noch ja dieses Flugfeld schon aufgebaut, damit wir jetzt hier hoffentlich gleich direkt uns aufbauen können. Ich hoffe, dass das jetzt klappt, Leute. So und so und mach schneller, da muss ich nämlich gleich direkt wirklich direkt Geschütztürme bauen. Das Radar brauche ich nämlich nicht mehr. Aha. Da schießt der Turm nämlich schon auf uns drauf. So, ich muss nämlich direkt hier Geschütztürme bauen. So. Was zur... So. Dann würde ich sagen, helfen mal die Männchen. Und wir müssen dann nämlich halt direkt hier uns aufbauen. Und ich habe gleich noch eine andere Taktik. Oh, der Turm geht kaputt. Shit. So, egal, Leute. Ich habe gleich noch eine andere Taktik, wie wir uns hier aufbauen können. Und zwar, da hat er jetzt den Hubschrauber. Okay, ja. Aber ich kann Sandsäcke bauen. Und das Geile ist, die Not-Mods und die Raketentypen, die können, glaube ich, nicht über Sandsäcke schießen. Das habe ich nämlich auch in einem Guide gesehen. Das finde ich sehr interessant. Das mache ich auch jetzt einfach mal so. Ich baue mir die Sachen einfach mal auf. So. So. Dann verkauf das Ding. So. Selbstverständlich hier. So. So, da kommt der Flammenwerfer. Genau, Leute. Die Flammenwerfer, die können nicht... Seht ihr das? Ha! Die können nicht direkt auf die Türme ballern. Okay, der Invasor. Okay, sehr schön. Dankeschön, Flammenwerfer. Ja, gut, das ist jetzt gerade natürlich ein bisschen kacke, dass der da so viele Männchen hat, ne? Das ist jetzt natürlich echt ein bisschen scheiße gerade, ne? Ach, ich hätte Schützen bauen sollen, ich Idiot. So, dann bauen wir bitte Schützen. Nein, ich mach die doch hier raus. So. Oh nein, die brauche ich. Ach, gut. Ah, der Raketenwerfer, der macht's kaputt. Shit, das muss ich also nochmal laden. Aber ja, Leute, so könnte es gehen. So kann es gehen, tatsächlich. Ihr habt gesehen, dass das funktioniert. ja, wir müssen uns auf jeden Fall erstmal hier mit der Kohle, die wir hier haben, verteidigen. So, und so, und du holst dir bitte das Silo da oben. Genau, und ich mache dann... So, und ich gehe mal bitte hier hin. So, genau. Und dann ziehe ich mich jetzt mal zurück. Und dann baue ich mir jetzt mal die Geschütztürme auf wieder. So. Weil ihr habt gesehen, da kommt da mit einigen Scheiß an in der letzten Folge. Und ja, das möchte ich jetzt hier mal ein bisschen verhindern. Dass wir hier immer von dem überrollt werden. Ist ja wohl nicht wahr. Selbstverständlich. So. So, dann einmal bitte hier, so. Mach die platt. Los, die Türme, die gehen mir auf die Nerven. Mach die Türme platt hier, los. Ah, bam. Sehr schön. Und weg da. Und einfach jetzt nur vorbereiten. Genau. Leute, so kann man die Mission schaffen. Wie gesagt, wir müssen uns einfach hier verdammt einmauern. Verdammt nochmal einmauern. So, mit Sandsäcken, mit allem möglichen Scheiß. So. Nix da, Leute. Hallo, helft ihr mal. So. Jetzt habe ich nämlich auch meine Männchen noch. Oh Gott, scheiße. Und ja, da kann ich gleich schon meine Raffinerie bauen. Die Raketeneinheiten können zwar leider
über die Barrieren schießen, aber dafür habe ich meine Miniken. So. So, Leute, habe ich jetzt 4 Türme hier. Ich habe einen Luftangriff, kann mir sogar mit einem Invasor dem seine Kohle holen. Ach ja, gut. Dann hole ich... Aha, Flammenwerferpanzer. Seht ihr das? Der kann gar nichts machen. Ha. So, seht ihr das? Und, genau. Ja, Leute, dann hoffe ich mal, dass wir hier endlich mal ein Standbein hinkriegen bei der Mission. Das ist ja die letzte Add-on-Mission hier und, ja. Viel ist es nicht mehr tatsächlich. Und, ja, aber ich bin da schon guter Dinge, dass wir das hier schaffen. Und, dann weg damit. Sehr schön. So, den Luftangriff, den mache ich mal hier hin. So, das ist nämlich diesmal nur ein Bomber. Bam. Och, och, Leute. Das ist doch nicht wahr. Mach die kaputt, die Energie. Mach die Energie im Arsch. So, bam. Genau. Und ja, liebe Leute, wir können uns hier weiter aufbauen. Jetzt kommt er jetzt mit einer Artillerie angeschissen, da. Ist auch interessant. Da kommt er mit seinem... Ja, jetzt kommt er, Leute. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er mit seinen Einheiten hier. Das wird jetzt... Ich brauche einen Gummipanzer, Leute. Ich brauche einen Gummipanzer. Oder der haut ab. Es geht natürlich auch, ne? Und dann brauche ich eine Raffinerie hier. Ich brauche noch eine Raffinerie, verdammt nochmal. Wobei, ich brauche ja auch ein paar... verdammt. Ne, erstmal verteidigen, Leute. Erstmal verteidigen. Diese scheiß Raketenwerfer, Leute. Die machen aber auch einen Schaden. So, bam. Kommt er noch mit Artillerien an? Hat der ein Geschiss hier, ey, echt. So, mach bitte diese Raketen... Flammen... Ja, okay. Mach bitte diese Raketen... Oh, nein! Was will der denn jetzt mit dem Hubschrauber? Was willst du mit dem Hubschrauber-Typ? Du machst doch viel zu viel Schaden mit dem scheiß Hubschrauber. So, nimm dir bitte den Raketenwerfer. Stell den bitte da ab. So, jetzt kommt er nämlich mit den Motorrädern an. Ach du Scheiße. Und jetzt ruckelt das Game ein bisschen. interessant. Aber... Ich habe wieder einen Luftangriff. Das Manneken. Der macht ganz schön viel Schaden, ne? So, bam hier. So. Und weg damit. Sehr schön. Oh, gut. Das ist sehr gut, Leute. Sehr schön. Nein! Leute. Ja, toll. Jetzt kann ich Sachen verticken hier. Er hat mir meine Waffenfabrik weggenommen, der Sack. Toll. Toll. Kann ich hier und die Raffinerie verticken, ja. Erstmal. Leute, ich muss mir erstmal das Ding hier wiederholen. Penner. So, egal. Ich muss jetzt irgendwie diesen Turm hier platt kriegen. Damit ich mit dem Sammler... Ach, jetzt... Was macht ihr denn? Oh, Tarnpanzer. So, Leute, nix da. Jetzt kommt er aber richtig. Schaut euch das an, jetzt kommt er richtig angeschissen. Wow, Leute, das ist schon ordentlich. Nein, lass dich nicht abballern! Oh, wie blöd muss man eigentlich sein? Ja, dann habe ich jetzt hier eigentlich, keine Einheiten mehr, ne? Das ist ein bisschen kacke gerade. So, da kommt er wieder an. Aber das schaffen die noch. Ich muss jetzt erstmal halt mal gucken,
wie ich hier jetzt Einheiten rüberkriege. Wartet mal, ich brauche Einheiten. Ich brauche doch die Einheiten. Ich habe keine Kohle mehr zum Reparieren der... Ja. Keine Kohle mehr zum Reparieren der Türme. Macht das erstmal so, glaube ich. Das ist, glaube ich, am besten so. Ich muss diese Raketenwerfer unbedingt da wegkriegen. Nein! So, Leute. Macht bitte diese scheiß Raketenwerfer weg, bevor die mir den Turm platt machen. So, sehr gut. Und dieser Tarnpanzer da. So, weg mit dem. So. Sehr gut, Leute. Und dann kann ich jetzt... Nicht nur mit einem. Was machst du denn da schon wieder? So. Ja, der Sammler hier. So, ich muss jetzt unbedingt halt diesen Turm da wegkriegen. Und direkt da drauf ballern. Genau, sehr gut. So, sehr schön. Dann kann ich den Sammler schon rausschicken. So, oh, sehr schön. Dann kann ich den Sammler rausschicken. Ja. Aber da fährt er wieder mit seinen Motorrädern rum. Langsam wird das knapp, Leute. Langsam wird das echt knapp hier. So, Leute. Okay, wunderbar. Das haben wir nochmal abgewehrt. So. Ah, oh, sehr schön. So, Leute, ja, dann würde ich sagen, speichere ich das mal. Und, ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid, bei C&C Remaster. Und wie wir jetzt hier hoffentlich... Gut, das Mannequin kann noch ballern, sehr gut. So, dann reparier bitte alles. Und den Schützen einmal bitte nach vorne. So, Leute. Einmal alles reparieren einfach. Und Sandsäcke. Sandsäcke davor bauen. Ah, fuck, Leute. So. So, na, so nun nicht. So. Sehr gut. Boah, das war aber auch ganz schön knapp, muss ich sagen. So, aber das haben wir. Weitere Sandsackbarrieren, bitte. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, der mit seinen Raketenwerfern. Die machen mich echt fertig hier. So. Die Raketenwerfer machen mich echt fertig, ey. Na toll. Auch zwei Schützen. Um diesen Scheiß da loszuwerden, Leute. Wie Raketenwerfer will er noch bauen? Außerdem ist das unfair. Die Einheiten konnte ich gar nicht bauen, ey. So. So, sehr gut, Leute. Okay, gut. Wir haben keinen Turm verloren. Das ist schon, ah, doch, einen haben wir verloren. Aber das ist nicht schlimm. Vielleicht habe ich jetzt mal ein bisschen... Oh, schon Silos. Vielleicht habe ich ja erstmal ein bisschen Ruhe. Ein bisschen, das wäre doch mal sehr nett. Und kann mich hier aufbauen, das wär's doch mal, Leute. Beziehungsweise kann ich mal an die Erkundung der Karte denken. Das wär doch mal was. So, Leute. Dann Luftangriff. So. Dann bitte diesen Turm da wegmachen. Unbedingt, ey, da ist der Notsammler. Okay. Nicht nur einer. Mann. So. Da kommt der Bomber. Der schießt jetzt wahrscheinlich meinen eigenen weg. Nee, sehr gut. Okay. Alles klar. Den kriegen wir. Sehr schön. Dann haben wir uns mal ein bisschen jetzt hier... Ja. Verteidigt, kann man sagen. Und dann nehme ich mir einen Notmod. Zur Erkundung, Leute. Oh mein Gott. Und dann können wir uns Schritt für Schritt hier aufbauen. Das ist natürlich jetzt... Das ist natürlich jetzt mega gut. Verstärkungen sind eingetroffen. Das ist mega gut. So. Ein gelbes Notbot, schaut euch das an. Sieht echt cool aus. Okay.
Sehr schön, Leute. Wir haben hier noch mehr Tiberium. Wow. Und das nicht zu knapp. Geil. Das ist geil, Leute. Das ist richtig nice. So, aber da ist auch schon eine Basis, ne? Und der Hubschrauber, der kann sehr gerne hier reinkommen. So. Sehr gut. Und weg ist er. Ha. Okay. Leute, dann würde ich sagen, bei euch hier unten die Raffinerie wieder auf erstmal. Ich sollte mich eigentlich eher mal ein bisschen hier fokussieren, aber... nee, Leute. So. Da ist noch eine Basis, okay. Okay, da steht ein Obelisk. Scheiße. Da steht also ein Obelisk, liebe Leute. Gut. Aber es scheint so... Tatsächlich, als hätten wir jetzt erstmal ein bisschen Ruhe hier. Das ist natürlich schon gut, ja. Und meine Uhr ist oben wieder kaputt. 10 Minuten. Oh Mann. So, Leute. Nach denen im Arsch. So, sehr gut. Die Invasoren ganz... Ach, die sind schon weg. Ha, die sind schon weg. Alles klar. Ja, dann... Und Luftangriff, sehr schön. Und ich kriege hier unten meine Kohle wieder. Sehr gut. Wunderbärchen, Leute. Schieß auf den Invasor. Sehr gut. Der versucht das immer, ne, mit seinen Invasoren. Na, jetzt kommt er angeschissen wieder, okay. Aber das kriegen wir noch verteidigt. Das kriegen wir definitiv noch verteidigt. Ach, schade. Okay, dann lass den mal da hinlaufen. Och nee. Jetzt kommt er hier mit seinem Scheiß... mit seinen Scheiß Raketenwerfern an. Boah, Leute, das ist ganz schön viel, was da gerade ankommt. Wow, schaut euch das an. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Leute. Wow. Das ist jetzt echt ein bisschen viel gerade, muss ich sagen. Oh, Gottes Willen. Diese scheiß Raketenwerfer. Mein Gott, ey. So. Aua. Danke. Danke, du Penner, ey. So. Nein! Ach, was ist das, ein Penner? Was ist das? Was ist das für ein Penner? Okay, Leute. Ich muss hier unbedingt die Invasoren platt kriegen, ey. Das ist doch nicht wahr. So. Und hier bitte. So. Sehr gut. Und den wieder einnehmen. Helf doch! Ach, Gott sei Dank. Gut, das haben wir überlebt. Das haben wir überlebt, ey, aber noch ganz knapp. So, Leute. Ah, der Sammler, der hat jetzt hier die ganze Kohle natürlich weggeholt, ne? Puh. Wird gebaut. Das sammelt er sich. Schaut euch das mal an. Leute, oh mein Gott. Und ja, während wir uns hier aufbauen, kann ich euch mal ein bisschen erzählen, was bei mir so abgeht. Ich nehme das mal wieder an einem Sonntagabend auf. Und ja, mal wieder ganz klassisch hier an einem Wochenende. Und ja, muss morgen wieder arbeiten. Aber das gehört halt dazu, sage ich einfach mal. Und, ach, jetzt kommt er mit seinem Sammler sogar angeschissen. Ja, na dann. Dann lass ihn mit seinem Sammler angeschissen kommen. Nehme ich. Den nehme ich, Leute. Seinen Sammler nehme ich gerne. Ja, wenn ich jetzt... Aha. Danke. Und tschüss. So. Leute. Wum. So. Alles klar. Da haben wir uns ja jetzt hier erstmal ein bisschen verteidigt und der fährt da hin und her. Okay, interessant. So. Selbstverständlich. So. Oh, wir haben hier ein riesiges Tiberiumfeld.
Und den Luftangriff schmeiße ich mal hier auf die Einheiten. Ist doch immer nur ein Bomber, ne? So. Geil, Leute. Geil, geil, geil. Einiges weggemacht. So. Macht bitte diese Dinger hier kaputt, weil ich würde mir gerne eine zweite Raffinerie holen hier. So. Das kriegen wir hin, denke ich mal. So, Leute, dann haben wir das. Dann baue ich mir auch schon die zweite Raffinerie. Da, wobei. Da kommt er wieder angeschissen mit seinem Scheiß. Ja. Okay, lass den ruhig hier hinkommen. Genau. Ja, egal, das ist in Ordnung. Das kriegen wir noch wegverteidigt. So, Leute. Das kriegen wir noch wegverteidigt. Können wir hier irgendwo ein Loch reinschießen? Ja, dafür brauche ich eine Einheit, ne? Hallo? Ihr sollt da reingehen. So. Sehr schön. Und du, Joe, auch rein da. Los. Genau, Leute. Dann habe ich ihm jetzt hier seine Einheit weggenommen. Sehr gut. Da kommt er jetzt wieder mit dem Sammler ange... mit seinem... Sogar mit zwei Sammlern angeschissen. So, ja dann. Oh Gott. Oh Gott. Mach mal Pause, bitte. Mach mal bitte Pause hier. So, ihr schießt doch bitte auf den Invasor. Und auf den hier, los. Genau, helft mal ein bisschen, Bürger. So, Leute. Der Sammler, der leistet auch ganze Arbeit hier, muss ich sagen. So, bam. Bau bitte noch einen Turm. Ich möchte mich hier ein Loch reinschießen, damit da der Sammler ein bisschen schneller agieren kann. So, so. So, bam. Och. So, sehr gut. Dann kann der Sammler ja direkt da reinfahren. Schießt ihm den Weg frei. Damit er nicht immer ausdrohen muss. Oh Mann. Ach Leute, du mit deinem Raketenwerfern. Die schaffen das sogar, den anzukratzen, ey, wie geil. Wie geil ist das denn, ey? So. Oh, jetzt mal wieder verteidigen. Jetzt mal wieder verteidigen. Oha, ey. So. Dann macht ihr jetzt bitte die Raketenwerfer weg, ja? Nein. Okay. Ach, verdammt. Okay. Ich bräuchte Hubschrauber oder so, ne? Aber das können wir ja hier gar nicht bauen, das Zeug. Das Zeug können wir hier nicht bauen. Das ist das Problem, ey. So. Und wieder nur einer. Ach, warum geht denn da schon wieder nur einer drauf? Ja, klar, noch einen, komm. Und dann brauche ich auch noch einen Geschützturm. Ja, einen Geschützturm, bitte. Der geht mir auf den Sack, dieser Raketenwerfer. So. Aber mach den weg. So, sehr schön, Leute. Gut. Dann kann ich wirklich jetzt an meine zweite Raffinerie denken. Der Sammler steht hier einfach rum. Ja, toll. Der Sammler steht hier einfach rum und macht gar nichts. Wenn ich jetzt draufballer, dann ziehe ich den bitte in die Türme rein. Ha, genau, so, zack, und weg damit. So. So, und wenn er jetzt das nächste Mal angeschissen kommt, werde ich einen Luftangriff nehmen und den auf die Einheit schmeißen. Das ist so der Plan jetzt. Genau, liebe Leute, würde ich sagen, speichere ich das Ding nochmal und dann würde ich sagen, ist die Folge auch gleich schon voll. Oh Mann. Und ja, wie gesagt, Leute, 8:30 und es ist noch, die Sonne ist noch nicht mal untergegangen. Das ist natürlich mega nice. Na, willkommen im Sommer, würde ich mal sagen. Beziehungsweise in der klassischen Sommerzeit. Genau, Leute.
Dann passt das. Nein, das passt. Das reicht noch immer nicht. Was habe ich da oben gerade gesehen? Not mal, was da rumgetuckert ist, wa? So, Leute, dann repariert man die Sachen hier. Perfekt. Und gut. Dann, liebe Leute, würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Da würde ich mich sehr freuen. Wie wir hier weitermachen und uns hoffentlich bald mal eine Armee aufbauen, sehen wir dann das nächste Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Ne? Tschüss.